weil ich dieses Schätzchen dekorieren möchte und dafür ganz viel ausschneiden muss, habe ich gedacht, ich lasse jetzt mal die Kamera mitlaufen. Das ist jetzt nicht so wirklich ein Tutorial. Ich zeige dir jetzt einfach mal, wie ich das mache, weil ganz viele Leute mir so mitgeteilt haben, dass sie mit dieser Ausschneiderei ein bisschen Krach haben und da so ein bisschen überfordert sind und nicht so recht wissen, wie. Das ging mir ähnlich und dann hat mir eine liebe Freundin aus Amerika da ein paar Takte zugesagt und dann musste ich echt lachen, weil man manchmal einfach viel zu kompliziert denkt. Hallo, hallo, hier ist die Jutta von Funkelkram. Schön, dass du da bist. Also, wir machen jetzt hier nicht wirklich, schon gesagt, ein Tutorial, sondern du kannst mir jetzt einfach mal ein bisschen auf die Finger gucken. Ich weiß, dass es 1000 verschiedene Varianten gibt, wie man Dinge ausschneidet. Der eine ist da viel genauer als der andere. Ich bin da tendenziell eher so dünn drüber. Ich habe hier schon was ausgeschnitten. Wenn ich was ausschneide, sieht das so aus. Ja, ich bin da nicht so akribisch. Fürs Junk Journal reicht mir das völlig. Und jetzt unterhalten wir uns mal darüber, wie man das am besten macht. In dieses Schätzchen hier müssen jede Menge von diesen Paper Dolls rein. Ich tue die Madame aber jetzt mal gerade weg, damit wir Platz haben. Und wir sprechen dann auch gleich kurz noch, wenn wir schon am Ausschneiden sind, über die Washi Pads. Ich muss das mal gerade auspacken. Die es jetzt von Stamperia ja bei uns im Shop gibt. Macht gerade ein bisschen Krach, Moment. Denn die muss man ja auch ausschneiden und da habe ich mich ein bisschen mit befasst. Und ich finde, dass das ganz gut funktioniert. Die Regeln sind eigentlich auch nicht anders. Wenn du das eine kannst, kannst du auch das andere. Stehen und fallen tut das Ganze natürlich mit einer vernünftigen Schere. Ich habe hier so eine, das ist so eine Teflon-Schere, die ist so Teflon-beschichtet von Fiskars. Das ist ein ziemlich teures Ding. Die habe ich mir mal geleistet. Du siehst schon, ich bin schon wieder am Zupfen, weil da ist auch schon wieder Kleber dran. Es ist nicht so, dass da nichts dran kleben bleibt. Es ist aber, dass alles das, was kleben bleibt, super leicht wieder abgeht. Und das finde ich hier bei diesen Washis ganz hilfreich, weil da ist ja schon dieses Klebematerial dabei. Aber jede Schere, die du hast, die einigermaßen scharf ist, funktioniert. Viele haben diese, die gibt es beim Action, ne? Die sind auch ganz gut. Diese Detailscheren, die habe ich nicht so gerne, die ist mir zu klein. Es gibt tatsächlich auch Scheren, die zu klein sind. Für so ganz fisselige Details ist das sicherlich eine gute Sache, aber so fisselig schneide ich gar nicht aus. Die kommt bei mir ganz, ganz selten zum Einsatz. Was ich ganz hilfreich fand, ist so ein Messer. Und da ist jede Form von Skalpell gut. Wir hatten die mal im Shop. Die sind im Moment von unserem Großhändler nicht lieferbar. Die konnten mir auch nicht sagen, wann die wieder reinkommen. Sowas ist dann ganz nett, wenn man hier mal solche Löcher unter den Armen dann das noch freischneiden will oder so. Da kommt man mit so einem Skalpell, mit so einem Schneidemesser. Da könntest du wahrscheinlich auch ein kleines Teppichmesser nehmen oder so. Ich bin mal gerade am Gucken. Es gibt hier so diese Präzisionsdinger. Die habe ich hier. Solche Präzisionsmesser, die gibt es tatsächlich auch ganz oft beim Action in so einem kleinen Kästchen. Da gibt es auch noch austauschbare Klingen dann dazu in unterschiedlichen Größen. Und so ein Kästchen kostet 2 Euro. Also das ist auf jeden Fall was, was man sich mal zulegen sollte, wenn man das noch nicht hat, wenn man gerne und viel ausschneidet, weil das hilft immer. Und dann habe ich noch ein ganz neues Spielzeug. Das ist von Stamperia. Die habe ich mir zum Testen bestellt. Das ist wie ein Kugelschreiber. Das ist eine Porzellanschneide. Damit habe ich noch nicht gearbeitet. Das heißt, ich habe noch gar keine Ahnung, was passiert. Aber das werden wir jetzt mal testen. Wir gucken uns das mal an. Und wenn ich der Ansicht bin, dass das was taugt, dann nehmen wir das in unser Sortiment auf. Jetzt suche ich noch meine Monsterschere. Ihr kennt ja mein Problem mit dem Rheuma. Das habe ich ja oft genug gesagt, dass meine Hände dann geschwollen sind. Im Moment habe ich hier wieder überall diese blöden Knoten. Die gehen bei mir weg. Bei manchen Leuten gehen die nicht wieder weg. So, das ist also alles ein bisschen schwierig. Und dann tun mir die Finger sehr weh. Da finde ich diese Schere unglaublich gut. Die haben wir jetzt auch bei uns im Shop im Sortiment. Eine kleine Menge, weil das Problem nicht allzu viele Leute haben. Dass das hier vorne so komisch aussieht, das ist normal. Das ist dieser Schutz, der da drüber gezogen ist, damit der nicht runterrutscht. Das ist also nicht kaputt, sondern die ist so. Und ich finde die halt cool, weil die so große Griffe hat. Ne, wenn ich nämlich mit meinen Rheumafingerchen dann hier bei sowas schneiden muss, so, da komme ich nicht weit. Das tut mir nach einer kurzen Zeit so weh, dass ich damit nicht arbeiten kann. Und die hat halt diesen Soft Grip, wie man das so schön nennt, diesen weichen Griff, wo ich die Finger ganz reinstecken kann und dann mit Hebelwirkung, da kann ich auch, wenn meine Hände ganz doll entzündet sind, ziemlich gut mitarbeiten. Und ich habe gedacht, wir nehmen die auch mal im Shop auf, weil ich ja weiß, dass der eine oder andere auch das Problem hat. Vielleicht ist es für dich ja eine Hilfe. Natürlich ist es das Sinnvollste, wenn die Hände so richtig wehtun, überhaupt nichts auszuschneiden, sondern Ruhe zu geben. Aber ich kann das nicht immer. Manchmal muss ich einfach basteln. Dann geht es mir einfach auch besser. So, jetzt trennen wir die hier erstmal durch. Denn das Wichtigste ist beim Ausschneiden und beim Fussy Cutting die Vorarbeit. Dass du die Teile erstmal zerlegst. Den Bogen tue ich mal zur Seite, weil wir können ja nur an einem gleichzeitig arbeiten. Wohin, dass ich ihn auch wieder finde in dem Durcheinander hier?
So, was ich auch immer habe, ich habe immer schon gleich ein Kästchen bereitstehen. Ihr seht, ich habe schon ausgeschnitten, ich brauche aber noch viel mehr, wo ich meine ausgeschnittenen Sachen gleich reinwerfe, weil ich nämlich die nachher auf meinem Basteltisch 100% nicht wiederfinde. Und darum schneide ich jetzt erstmal hier grob vor. Ja, man schneidet erstmal das ganze Gedöns, was hinten dran hängt, weg. So, die ganzen Ladies schon mal vorgeschnitten. Ich fange jetzt mal mit der hier an. Die ist relativ einfach, weil die nicht so viel Konturen hat. Zoomen wir mal schön ran, damit man was sieht. Und jetzt geht es beim Fussy Cutting. Das ist so ein schönes Wort aus dem Amerikanischen. Fussy heißt unscharf, verschwommen, undeutlich. Fussy sagt man übrigens auch, wenn kleine Kinder knatschig sind. Finde ich auch ganz witzig. Und undeutlich oder unscharf ausschneiden, das heißt grob. Und ich schneide so, dass ich niemals direkt versuche, den Rand exakt auszuschneiden, sondern dass ich immer einen kleinen weißen Rand lasse. Siehst du so? Ja, hier am Rand lang. Und der Trick, und das war der Aha-Moment, ist, wenn du jetzt versuchst, mit der Schere hier so drumrum zu gehen, so, ne? Dann wird das relativ schwierig. Das lässt du einfach sein. Du hältst die Schere steif. Und du drehst dein Papier da drin. Ja, du hältst das Papier hier fest und du schneidest einfach immer weiter und ziemlich weit hier innen drin. Also weit, nicht vorne an der Spitze, sondern am Anfang. Da ist ja auch die Hebelwirkung am größten. Und dann längst du dein Papier da durch. Und dann geht das ganz einfach. Man braucht relativ wenig Kraft. Und das wird, warum auch immer, viel genauer. Wie Michelle mir das erklärt hat, wie das funktioniert, da habe ich nur gedacht so, und ich ärgere mich hier rum. Und schnibbel immer irgendwelche Ecken ab, die ich gar nicht abhaben will und wundere mich und denke, warum bin ich eigentlich so ungelenk mit der Schere? Ja, einfach nur falsch rumgemacht. Und dann kannst du dir jetzt überlegen, wie detailliert du ausschneidest. Ich gehe jetzt hier so in die Lücken rein und siehst, ich drehe das raus und das ist überhaupt kein Problem. Wenn du das mit der Schere versuchst, dann hast du immer Ecken und Kanten, die du gar nicht haben willst. Also dreh dein Papier. Und das ist schon der ganze Trick. Mehr gibt es gar nicht dazu zu sagen. So, sie war jetzt sehr einfach, weil da gibt es nicht besonders viel zu beachten. Und so ist sie doch schon wunderbar ausgeschnitten. Und wenn wir jetzt die Ränder noch einfärben, das ist ja, was wir Junk Journal auf jeden Fall tun, wenn wir unser Schwämmchen finden. Himmel, Moment, da ist er. Was ihr ja nicht sehen könnt, ist, dass mein Tisch komplett zugerümpelt ist, weil ich ja hier die ganzen Journal gleichzeitig dekoriere. Ich habe im Moment 7 Junk Journal gleichzeitig in Arbeit. Und ich habe jetzt das nur alles so zur Seite geschoben, damit ihr hier was seht. Und ich glaube, ich muss ein ganz kleines bisschen aus dem Zoom raus, sonst wird das zu schwierig für mich, auf dem Punkt zu bleiben. Jetzt wird der Rand ein bisschen eingefärbt und dann macht das gar nichts aus, dass du diesen, ne, dass du nur grob ausgeschnitten hast. So. Und jetzt kann ich dir gleich noch zeigen, ich tune meine ganzen Sachen so ein bisschen runter, dass die noch mehr Vintage aussehen. Kommen wir doch noch mal ein bisschen näher ran. Ich habe jetzt noch einen Rest von meinem Vintage-Foto hier da dran. Ich habe das fürs Ink genommen. Und jetzt gehe ich ganz leicht, ohne Druck, also wirklich nur ganz zart, gehe ich hier so in kreisender Bewegung, damit ich keine Flecken bekomme über mein Bild rüber. Und jetzt sieht das alles schon gleich noch viel älter und viel mehr Vintage aus, wenn wir das jetzt mal im Vergleich sehen, ne? So, jetzt ist das schon nicht mehr so neu. Und wenn du das jetzt noch ein bisschen mehr so in die Grunge-Richtung schieben willst, kannst du den Rand einfach auch noch dunkler machen. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen schwarz, da ist nur ein bisschen dran, nicht viel. Muss ich auch nicht nochmal mit ins Stempelkissen gehen, das ist noch voll genug mit Farbe. Wenn man da dann nochmal rangeht, dann wird das noch ein bisschen mehr hervorgehoben, wenn man das so hinlegt. Je dunkler die Ränder sind, umso mehr kommt das Bild halt zum Vorschein. Gehen wir hier vorne nochmal drüber. Und ich finde immer so schwarz und braun, das ist so die beste Mischung. Damit sehen die am döllsten grungy und vintage aus. Die ist mir im Gesicht noch immer zu blass. Ich möchte die noch ein bisschen mehr Sepia haben. So, und jetzt bin ich zufrieden. Jetzt kann die in mein Journal. Jetzt nehmen wir uns aber noch eine, die ein bisschen komplizierter ist. Ich suche mal gerade, das ist eine unkomplizierte Dame. Wir nehmen jetzt so ein richtig schwieriges Mädchen. Wir nehmen mal die hier, weil die hier unter den Armen diese... Oder noch besser ist, glaube ich, die hier. Die ist ja so richtig, das ist ja so richtig fies zum Ausschneiden. Also nehmen wir mal die. Die Lola. Ich glaub, die heißt Lola. Die sieht aus wie eine Lola. Moment, wir müssen noch ein bisschen mit dem Zoom. Sonst bin ich ewig aus dem Bild. Ne? Und auch hier gehe ich
ganz grob um die ganzen Verzierungen drumherum. Jetzt bin ich sehr nah am Ellbogen gelandet, aber es macht auch nichts. Du siehst also, es kommt wirklich überhaupt nicht drauf an. Das sieht man hinterher im Gesamtbild eh kaum, weil da sitzt ja niemand mit der Lupe und guckt deine Paper Dolls an. Wichtig ist, dass sie so ausgeschnitten sind, dass sie für das, was du damit vorhast, funktionieren. Und da wir die ja meistens in irgendwelche Collagen kleben, finde ich, muss man da auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Aber du siehst hier die ganzen Details. Man kommt da, wenn man das Papier halt hin und her dreht, wirklich gut rum. Und je weiter du nach innen reingehst, umso einfacher wird das mit dem Schneiden und mit dem Drehen. Das ist, glaube ich, der allerwichtigste Tipp an der ganzen Angelegenheit. Nicht mit der Spitze zu schneiden, sondern hier unten mit dem Ende. So, hat prima funktioniert. Jetzt hätte ich gerne den Arm dann noch ausgeschnitten. Versuchen wir es nochmal mit dem Zoomen. Dann nehme ich mir mein Präzisionsmesser. Und das ist dann halt, da muss man dann halt wirklich ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht abrutscht. Ich habe schon mal versucht, gleich von vornherein mit so einem Präzisionsmesser Sachen auszuschneiden. Das ist mir zu anstrengend, weil man für diese Klinge doch ziemlich viel Druck braucht. Und das finde ich, für mich ist das keine Lösung. Aber ich weiß natürlich, der eine oder andere von euch wird das tatsächlich lieber mit sowas machen. Da müsst ihr euren eigenen Weg finden. Deswegen sage ich ja, ich zeige dir halt jetzt, wie ich das hier mache. Und du kannst es nur ausprobieren und rausfinden. Huch, voll aus dem Bild. Entschuldigung. Und rausfinden, was für dich am besten funktioniert. Aber ja, und ordentlicher wird es nicht. Und ich finde, für Junk Journal reicht das auch vollkommen. Und jetzt schauen wir uns das mal an, wie das mit dem Washi funktioniert. Die wird natürlich auch gleich noch eingefärbt, ne? Ist ja klar. Genau wie die anderen, das mache ich mit allen so. Tja, da ist es ja so, dass man sich aus diesen Pads dann erstmal ein Motiv aussuchen muss, was einem gut gefällt. Und was ich dann manchmal ein bisschen schwierig finde, ist also jetzt so wie bei diesem hier, da muss ich mich jetzt entscheiden, will ich das ganze Blumengedöns da mit drauf haben oder nicht. Da dieses Washi, wenn man es aufklebt, ein bisschen durchsichtig ist und man immer den Untergrund durchsieht von dem, was man da, wo man es halt draufklebt, ne, ist es nicht so schwierig. Da macht es nichts, wenn man ein bisschen mehr Material durchsieht. Moment mal. Da macht das nichts, wenn ein bisschen mehr von diesem weißen Material da bleibt. So, was rede ich denn hier für einen Quark? Ihr habt mich schon verstanden. Also schneide ich das jetzt auch erstmal ganz grob aus, das ganze Ding hier. Da mache ich das im Prinzip genauso. Jetzt sind aber hier, wenn ihr schaut, ganz, ganz feine Linien. Ja, und da musst du dich jetzt einfach entscheiden. Schneidest du drumherum, dass du das so machst, dass das zu sehen ist? Oder ich mache das nicht, weil ich brauche die nicht. Ich finde das zwar ganz putzig, aber nicht nötig. Also schneide ich das einfach weg. Was mir nicht in den Kram passt, schneide ich weg. Und das ist auch hier bei so einem Schwanz hinten, musst du dir dann halt überlegen. Willst du diese Löckchen da alle drauf haben auf deinem Bild, dann schneidest du halt drumrum oder du bist gnadenlos wie ich und schneidest einfach ab. Ne? Auch die Blume, die da hinten rauswächst, in meiner Welt überflüssig, darum schneide ich die nicht mit aus. Schneide ich einfach fort. So. Und natürlich hebe ich diese Reste auf, weil das sind ja kleine Sticker, die man noch für irgendwas anderes verwenden kann. So. Die Blume lasse ich, glaube ich, weil das Horn, das ist so dünn, das mag ich nicht so dünn ausschneiden. Das wird sich zusammenrollen und dann irgendwo kleben, wo ich es gar nicht haben will. Die Blume hier vorne brauche ich nicht. Die schneide ich dann mal weg. Und das sind halt so Sachen, das musst du dir überlegen. Du musst einfach überlegen, was genau willst du auf deinem Motiv drauf haben. Und dann eben so großzügig drum rumschneiden, wie es geht. Und jetzt checken wir mal dieses
Werkzeug hier. Ich fand ja schon cool, mein Einhorn steht Kopf. Warum steht mein Einhorn Kopf? Weil ich so besser schneiden kann. Ich kann besser so schneiden als so. Auch das ist was, was du für dich selber rausfinden musst. Jetzt ist diese Spitze leicht angeschrägt. Kann man das sehen? Mal gucken, stelllos, stellscharf. Die ist also ganz leicht in diese Richtung angeschrägt. Da muss man wohl ein bisschen drauf achten, nehme ich mal an. Würde ich jetzt mal ganz wild vermuten. Jetzt gucken wir mal, wie gut das Ding so schneidet. Also es geht ziemlich butterweich durch dieses Papier hier durch. Lässt sich es auch gut abmachen? Ja, das tut es. Also das ist eine coole Sache hier mit diesem Schneideding. Jetzt schon nicht mehr. Jetzt bin ich abgerutscht und habe das Papier zusammengerollt. Siehst du hier, jetzt habe ich das Washi. Jetzt ist die Frage, liegt das am Messer oder liegt das an mir, weil ich noch nicht so viel Übung damit habe. So rum muss die Klinge. Also das schneidet schon gut, aber ich finde es relativ schwierig. Ich komme mit der Schere tatsächlich besser klar. So, fällt in die Kategorie. Ich glaube, für bestimmte Arbeiten ist das ganz gut. Ich habe jetzt noch eine andere Idee. Ich will jetzt noch was anderes ausprobieren. Was passiert denn, wenn ich nicht vorschneide und das direkt aus dem Bogen hier ausschneiden will? Wenn ich jetzt hier direkt rausschneide. Wie gut ist das Teil? Erstmal wieder die Klinge richtig rumhalten. Ja, und hier auch gilt Papier drehen, nicht das Messer. Ich muss es nochmal so legen. Ich muss aus dem Zoom raus, dass ihr was seht. Das ist immer das, was so schwierig ist an Tutorials. Ne? Du musst so viele Dinge gleichzeitig machen. Normalerweise würdest du dich an deinen Tisch setzen und du würdest einfach schneiden und es ausprobieren. Und ich muss immer gucken, dass ihr alles seht, dass die Kamera richtig eingestellt ist, dass ich nicht aus dem Bild raus bin. Das ist kein Mimimi. Ich stelle das nur gerade mal wieder so fest, dass ohne Kamera basteln wesentlich einfacher ist. Ich finde es anstrengend, damit zu schneiden. Also für mich ist das nicht die... Für mich ist das nicht die Lösung, dieses Teil, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. So, was ich bis jetzt so habe, wenn man dann so abrutscht, wie ich das jetzt gerade getan bin wieder, dann rollt sich das hier so zusammen. Und man hat ruckzuck das Washi darunter geschoben von der Unterlage. Durchgefallen, sorry. Fällt in die Kategorie, das ist ganz nett. Vielleicht ist jemand, der mit den Händen ein bisschen gelenker ist und nicht so viele Schwierigkeiten mit dem Greifen hat, besser bedient mit dem Teil. Aber das überzeugt mich jetzt tatsächlich nicht. Da bleibe ich lieber bei meiner Schere. Wissen wir das jetzt auch. Schneiden wir lieber hiermit aus. Ich nehme jetzt den anderen Schmetterling. Nochmal den sofortigen Gegentest unternehmen. Liegt es daran, dass ich mehr Übung mit der Schere habe, dass ich finde, dass das viel einfacher und viel schneller geht? Kann ich dir tatsächlich gerade gar nicht sagen. Aber so läuft das, ne? Ich bestelle mir solche Materialien, um die zu testen, um zu schauen. Und nur wenn ich davon überzeugt bin, dass das ernsthaft eine Hilfe für euch ist oder dass das wirklich was taugt in der Junk Journal Welt. Natürlich sind die Geschmäcker immer verschieden. Ich kann ja immer nur von dem ausgehen, von meiner Erfahrung, die ich mache. Danach beurteile ich, was ich in den Shop nehme und was nicht. Ich suche mir mal gerade eine alte Buchseite. Muss mal hier rumrumpeln. Da ist ein alter Buchblock. Nehmen wir den mal. Und dann kleben wir die mal da drauf. Das finde ich bei diesem Washi-Tape schon mal gut. Ich finde, dass es sehr, sehr gut klebt. Habe ich also auch schon aufgeklebt, wirklich. Und meine Finger machen es jetzt wieder nicht. Und es geht gut ab. Man kann es sehr gut abziehen.
So. Wenn man das dann da so draufklebt. Und du siehst also, alles, was weiß ist, man sieht es fast nicht. Man kann es nur erahnen, weil der Untergrund halt durchscheint. Von daher muss man sich da also auch gar nicht verrückt machen mit diesen weißen Rändern. Das ist in diesem Fall bei dem Washi-Tape, kommt es überhaupt nicht so drauf an. Das regelt das Material. Hier ist es ein bisschen anders, aber durch das Einfärben der Ränder wird es dann ja auch cool. So. Man fällt dann kaum noch auf, dass da so viel drüber steht. Ich bin jetzt mal gespannt zu hören, wie sehr packt euch denn der Monk, wenn ihr ausschneidet? Stört euch das, wenn da so viel Rand drüber steht? Oder ist es für dich wichtig, Präzision genau an der Kontur lang zu schneiden? Ist dir das so gut genug? Und vor allen Dingen, hast du noch einen coolen Tipp? Wenn du jemand bist, der mit Begeisterung ausschneidet und das richtig gut drauf hat, lass es uns wissen. Was sind deine Erfahrungen? Was sind deine besten Werkzeuge? Hilf der Community. Schreib es unten in den Kommentar. Wir freuen uns immer, wenn wir noch ein paar gute Ratschläge bekommen. Weil manchmal sind das so die simpelsten Sachen, wie eben jetzt hier das Papier drehen und nicht die Schere, wo ich gedacht habe, so, duh, hättest du mal von alleine drauf kommen können, ne? Die dann wirklich dir das Leben leichter machen. Ja, also ich hoffe, das hat jetzt dem einen oder anderen, der mit dem Ausschneiden Krach hat, geholfen. Mir macht das totalen Spaß. Ich mache jetzt die Kamera aus und dann werde ich mich hinsetzen und werde mir ein schönes Hörbuch anmachen. Und dann werde ich hier so therapeutisch vor mich hinschneiden, diese ganzen Puppen. Und am Sonntag bekommt ihr dann ein Junk Journal zu sehen. Ich weiß tatsächlich im Moment noch gar nicht, ob es dieses sein wird oder ein anderes, weil ich gar nicht weiß, in welcher Reihenfolge die Videos jetzt kommen. Ich drehe jetzt hier ein Video nach dem anderen. Ist ja auch vollkommen egal. Am Sonntag gibt es irgendein Junk Journal und in den Junk Journal sind sowieso Paper Dolls drin. Ich hoffe, du hast Spaß beim Ausschneiden. Mach's dir schön, bastel dich glücklich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.